Ja, danke Sarah und Modupe. Ich wollte soeben den Turn auch tatsächlich zur Schule und klassische Bildung. Also wenn ich überlege, Kindergarten, Grundschule, Schule, Weiterbildung, da war nie eine schwarze Person. So. Also ich finde eben auch, es braucht beides auf der institutionellen Ebene, aber eben auch außerhalb. Wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen und bei Schule bleiben, wie können wir Empowerment in und an die Schulen bringen? Fatma, du arbeitest doch im MOVE-Projekt. Vielleicht gibt es da Anknüpfungspunkte. Also wirklich, in die Richtung geht es ja nicht im MOVE-Projekt, da geht es einfach um den Bezirk einfach zu berichten, welche Anlaufstellen es gibt und was man da bekommt, wenn man Fragen hat und welche Angebote, auch was Bildung betrifft. Aber ich finde es ganz wichtig, also diese Vorbilder, es gibt da so einen Verein, das heißt Integrator, das finde ich ganz gut. Da tun sie halt nichts anders, als außer in den Schulen zu gehen. Das sind so Schüler und Studenten meistens Studenten mit Migrationshintergrund. Und die gehen dann an die Schulen und erzählen den Schülern so nach dem Motto, wenn wir es geschafft haben, dann schafft ihr das auch. Und das finde ich so toll, weil viele Kinder und Schüler trauen sich vieles auch nicht zu. Und die Eltern auch nicht. Manchmal bekomme ich auch Fragen, ich weiß nicht, welche Schule soll mein Kind besuchen, eine Realschule oder Gymnasium. Die sind da total überfordert mit der Entscheidung. Und viele wollen, dass ihre Kinder dann vieles erreichen und machen, aber die wissen meistens nicht, wie oder wie man das, ihnen fehlen einfach so viele Informationen. Und ich meine, wenn so jemand kommt und ihnen erzählt, ja, ich habe es geschafft, ich habe dies und das gemacht und dass sie in Gespräch kommen und dass man so einen Mentor hat. Ich denke, das ist sehr hilfreich und sehr unterstützend. Also das kostet einem ja nicht viel Zeit, aber wenn man schon alleine sieht, ey, die ist wie ich und die hat es geschafft, dann schaffe ich das doch auch. Und das ist sehr motivierend, finde ich, weil man denkt, das ist total schwer und dann sind die Lehrer dann auch nicht so gerade motivierend. Viele sagen, ja, viele haben mir auch in der Schule gesagt, das schaffst du nicht. Also da musst du dir echt eine Ausbildung suchen. Das ist viel. Ich weiß nicht, ob ich den Lehrer übel nehmen soll oder ob ich denken soll, vielleicht denken sie wirklich, dass ich es nicht schaffen würde, aber das ist ein Fragezeichen. Aber die haben das mir nie geraten. Aber ich weiß nicht, also meine Eltern standen immer dahinter, das schaffst du, aber die wussten auch nicht, wie ich das schaffen sollte. Ich musste selber schauen, wie ich das machen soll, wie ich vorankomme. Und das wissen viele Eltern mit Migrationshintergrund nicht. Die wollen immer, dass die Kinder studieren, wissen aber nicht, was genau, weil sie nicht das Angebot kennen. Viele wollen auch nicht, dass die Kinder so eine Ausbildung machen. Dabei ist es ganz gut, in Deutschland eine Ausbildung zu machen, weil das Ausbildungssystem sehr stark hier ist. Und dann kommt man von den Ländern, wo das nicht der Fall ist, und dann denkt man das sich nicht und versucht den Kindern Sachen zu empfehlen, die die Eltern auch nicht so wirklich wissen. Und das fehlt einem. Auch die Lehrer spielen da eine große Rolle. Ja. Danke, Fatma. Jennifer? Also bevor ich jetzt darauf noch eingehe, weil ich stimme voll zu, wollte ich auch noch kurz auf die Frage davor antworten, weil ich das gar nicht gemacht habe. Und zwar der Grund, weswegen ich in Bildung tätig bin, ist einfach erstens, weil ich so einen immensen Respekt vor meinen Eltern und vor meinen Vorfahren habe. Und es ist eigentlich eher dieser Respekt vor meinen Wurzeln, der mich dazu geführt hat, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte. Aber auch, dass ich so eine große Dankbarkeit habe, weil meine Eltern haben mir ermöglicht, einen guten Zugang zur Bildung zu haben. Und selbst wenn ich nicht unbedingt immer Lehrer hatte, die an mich geglaubt haben, hatte ich Eltern, die immer an mich geglaubt haben und die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich alles schaffen kann. Und dass es egal ist, wie ich aussehe. Also klar, mein Dad hat dann auch immer Sachen gesagt, wie du musst zweimal mehr arbeiten als weiße Kinder. Und was eigentlich auch nicht so gut ist, aber wie du gesagt hast, es hatte schon irgendwo seine Vorteile. Aber einfach nur zu wissen, da sind Leute hinter mir, die an mich glauben, das war alles, was ich gebraucht habe, weil Lehrer sehen mich nicht 24/7. Die kennen mich nicht außerhalb der Schule. Und für mich, also jetzt, um auf den Punkt anzugehen, ich bin halt auch dankbar jetzt in der Grundschule, in der ich gerade Workshops mache. Also eigentlich bin ich da in der Lernförderung tätig und arbeite halt mit Kindern aus sozial schwachen Familien zusammen und gebe denen halt so Nachhilfe. Und bei denen habe ich auch sehr stark gemerkt, dass es auch oft so ist, dass ihre Eltern irgendwie die Hoffnung verloren haben. Also deren Eltern wissen halt, wie Fatma schon gesagt hat, die kennen sich mit dem System überhaupt nicht aus. Und wenn dann ein Lehrer kommt und zu denen sagt, hey, sorry, aber dein Kind sollte lieber auf die Mittelschule gehen oder dein Kind ist viel zu schlecht in Mathe, das schafft dein Kind niemals alleine.
dann haben diese Eltern schon diese Ideen, weil sie sich denken, okay, das ist ein Lehrer, das ist eine Autoritätsperson, die muss es besser wissen. Und das reden sie dann dem Kind ein. Und das Kind, also ich habe wirklich gesehen, schon in der zweiten Klasse gibt es Kinder, die wirklich sagen so, ja, also ich glaube, ich schaffe es niemals aufs Gymnasium, ist viel zu schwer. Und es geht nicht mal darum, um zu sagen, oh, Gymnasium ist besser, sondern die haben sich von klein auf schon diese Barrieren selber gesetzt, weil es ihnen eingeredet wurde. Und mir geht es wirklich sehr stark darum, und vor allem Kindern mit Migrationshintergrund, aber halt auch afrikanischstämmigen Kindern wirklich dieses Gefühl zu geben, so du kannst alles machen, was du willst. So du, wenn du nicht aufs Gymnasium gehen möchtest, ist egal. Aber wenn du am Ende des Tages Wissenschaftler sein möchtest, you can do it. So du kannst es machen. So in den Workshops, die ich mache, da stelle ich den Kindern auch afrikanischstämmige Wissenschaftler vor, die Sachen erfunden haben. Alleine, wenn ich sage, hey, Chips oder ein Aufzug wurde von einem afrikanischstämmigen Mann Menschen erfunden oder Eiscreme, sind die völlig aus der Bahn. Und da machen wir ein Experiment zusammen, damit sie auch sehen, so, hey, das war nicht schwer, das kann ich machen und es ist egal, woher ich komme und wie ich aussehe. Und es ist egal, wer an mich glaubt, ich muss nur an mich selber glauben. Und ich glaube, in vielen Bildungssystemen ist es halt dieser Glaube an sich selbst. Kinder verlieren den sehr früh. Und das ist halt, glaube ich, daran muss man am meisten anknüpfen. Denn solange du nicht an dich selber glaubst, und das sehen wir dann auch bei uns selber als Afrikaner, das mit der Opferrolle, was ich vorhin angesprochen hatte, wenn du nicht an dich selber glaubst, niemand wird es tun. Niemand wird es an deiner Stelle tun. Du musst es für dich selber tun. Und wenn man sieht, dass Kinder schon ab der ersten Klasse diesen Glauben an sich selbst verlieren, das ist schon sehr problematisch. Und ich glaube, das Wichtigste, das, was mich halt antreibt, ist, ich will dagegen ankämpfen, weil ich das Glück hatte, dass ich Menschen hatte, die mir beigebracht haben, an mich selber zu glauben. Also vor allem, wenn es um Bildung geht.